Müller, der bayerische James Bond. Thomas Müller ist nicht unbedingt als Style-Ikone beim FC Bayern bekannt, doch sein Mentor Jerome Boateng hat nun offenbar gute Arbeit geleistet. Auf Instagram posiert Müller an der frischen Luft in einem schwarzen Sakko inklusive Einstecktuch. Darunter trägt er einen Rollkragen-Wollpulli in Grautönen. Der Blick schweift lässig in die Ferne. Offenbar ist der 31-Jährige mächtig stolz auf sein Style-Update und verlinkt unter dem Bild seinen Bayern-Kollegen Jerome Boateng. Dieser lässt sich nicht zweimal bitten und kommentiert: Oh la la, der bayerische James Bond. Bosch sicher, Bayern wird wieder Meister. Nach der unerwarteten 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war Peter Bosch am Samstagabend zu Gast im aktuellen Sportstudio. Eine Top-Mannschaft verliert nicht zweimal hintereinander, ärgert sich der Niederländer nach der Pleite. Am Ende wird Bayern doch wieder die beste Mannschaft sein. Durch die Niederlage gegen den Rekordmeister am 13. Spieltag hatte die Werkself bereits die Tabellenführung abgeben müssen. Im Falle eines Sieges der Bayern gegen den Abstiegskandidaten Mainz würde der Abstand auf die Tabellenspitze bereits 5 Punkte betragen. Bubble warnt Wijnaldum für Liverpool-Abgang. Jorginho Wijnaldum ist ein immens wichtiger Spieler im Team von Jürgen Klopp. Trotzdem läuft im Sommer sein Vertrag bei den Reds aus. Sein niederländischer Landsmann Ryan Babbel war von 2007 bis 2011 selbst für Liverpool tätig, bevor er in die Bundesliga zu Hoffenheim wechselte. Gegenüber der englischen Tageszeitung Mirror gibt Babbel nun zu: Als ich nach Deutschland zur TSG Hoffenheim gegangen bin, war es der größte Fehler meines Lebens. Aber du realisierst nicht, wie dominant der Spielstil von Liverpool ist, bis du in einem anderen Team und in einer anderen Liga spielst, warnt Bubble. Zuletzt war von einem Transfer von Jorginho Wijnaldum zum FC Barcelona die Rede. Dort würde er unter seinem ehemaligen Nationaltrainer Ronald Koeman spielen.